Kumpel von mir im Abi-Jahrgang hat auch ganz krasse Probleme mit Lispeln gehabt und hat da richtig krass Zeit und wie kommt man da hin? So investiert, um sich das hol es. Komm, Bert, zu das ist in den Mülleimer rechts gewöhnen. Von dir. Genau. Soll man umgewöhnen? Abzutrainieren? Ja, abtrainieren. Good job, Bert. Good job, Sir. Das heißt, ich habe ihre Mutter gefährdet. Ja, aber ich meine, sowas. Lispeln ist aber auch einer der Sprachfehler, die man am leichtesten korrigieren kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist ja meistens eine Zungenfehlstellung im vorderen Zahnbereich. Das macht doch gar keinen Sinn, dass die schon jetzt bei den Crimson Lands ist. Erlebt, kann aber nur noch hüpfen. Jedenfalls vermute ich, war sie nicht begeistert, dass das Atlas-Oberkommando. Ist heute hier Bugtag oder was? Lol, Borderlands hat heute Bugtag. Ich finde es so schade, dass in Borderlands 2 kein Atlas mehr da ist. Ja, Atlas war wirklich der beste Waffenhersteller. Oh, ich bin inspiriert worden. Ich weiß auch, aber ich weiß nicht warum. Was hat er denn gesagt? Warum sollen wir Blumen sammeln? Ich liebe ihn. Weiß es nicht. Ich hab nichts gesagt. Aber Blumen schmecken lecker. Blumen? Müssen wir nicht das zweite Echo erstmal holen? Ne, wir müssen dahin. Das zweite Echo holen. Jupp. Yep. Gehen wir zu Echo. Yep. Auf nach Österreich. Yep. Double zu Echo. Boah, das erinnert mich voll an die Dreamhack. Die What the Fuck Boom Explosion hat mich aber echt trotzdem ein bisschen aus dem Konzept gerissen. Ja, da war ich auch ganz kurz. Ich dachte, das gehört zum Spiel und ich bin extra rückwärts gespielt. Naja, vor allen Dingen, ich guck halt auf den Bildschirm und denke mir, what? Ja, lass mich danach. Say what? Sagen Sie was? Wie war denn Dreamhack eigentlich? Dreamig. Aber das ist doch geil. Ich habe mir bei Hearthstone noch nie mit Echtgeld was gekauft. Heute werde ich es tun nach dem Stream. Warum? Meinst du außer die Abenteuer? Ja, also ich meine noch nie ein Boosterpack mit Echtgeld gekauft. Ah, ich weiß, was ist. Hol dir doch ein Boosterpack. Nein, ich habe mir bis jetzt noch nie ein Boosterpack mit Echtgeld gekauft. Oh. Aber heute nach dem Stream werde ich es tun. Ah, oben auf dem Fernseher, der so ein bisschen runtergeklappt ist. Das hatte ich jetzt teuer. Weil Twitch Money ist ja eh nur Reinvestment-Kapital, wie man so schön sagt. Genau, da musst du nur einmal irgendwo mal hart streamen dafür. Lass mal hören, was du über Nisha hast, Angel. Klar, in allen Besitz so. Nach einer Revolverheldin mit Namen Nisha. Gesucht wegen Bankraub, öffentlichem Alkoholkonsum und Mord an mehreren Amtspersonen. Wenn du die Karte noch nicht hast. Läuft von uns spielt ja echt gar keiner Nisha, ne? Nisha. Die Amtspersonen waren Banditenführer, die sich in Machtpositionen hinein. Was? Warum fragt sie Mania, ob sie heute wieder Kekse essen dürfen? Den schnalle ich nicht. Oh, sie ist also eine Banditin, die andere Banditen killt. Nett. Hat sie, Ich wollte gerade sagen, ist sie nicht seine Freundin gewesen eine Zeit lang? Ach, nochmal Echo suchen. Ne, die ganze Zeit, oder? Besorgt das dritte Echo-Tagebuch. Das ist da hier bestimmt bei Rosie irgendwo im Müll. Frodi ist schon da und macht Sachen. Mach Sachen. Robin, sei still. Robin? Ah, da im Waffenschrank. Robin, lass sein. Was ich sagen will, Gesang ist nicht dein. Achso, mega geil übrigens. Das Intro, also der Intro-Gag zur neuen Folge ist so Panne. Der ist so, ja, der ist so Panne. Ich bin mir okay, diesmal nicht mal sicher, ob der so großartig Panne ist oder ob der einfach nur Panne ist. Das ist so geil, wie er Klempner verprügelt. Du musst Programmierung an. Du musst mit seiner Dämlichkeit arbeiten, nicht dagegen. Das ist eine wirklich gute Idee. Danke, Baby, du bist die Beste. Ich kann Claptrap nicht ausstehen, hoffentlich krepiert er. Hallo, ich nehme das persönlich. Ja, wo ist Barney? Niemand. Lalalala. Lalalala. Oh, Lost Lied schon wieder. Zieh dir eine Hoodie an. Und dann für den Gegner. Hashtag Anal. Was? Wirklich gar nicht. Also am besten. Inspired! Aber warum? Ich fühle mich so viel besser. Wem kommt das denn? Hau ihn ins Gesicht, Bettina, aber wirklich. Ah, fuck.
Stirb am Dot, stirb am Dot. Stirb, 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 stirb. Stirb am Dot. Gerade eine Münze geworfen. Eigentlich einer von euch schon den Film The Revenant gesehen und könnte mir sagen, ob er gut ist. Ich finde ihn etwa, also er ist, also die schauspielerische Leistung eines Leonardo DiCaprio ist großartig. Sie haben leider Olle, wie heißt er, Olle Mad Max? Tom Hardy haben sie leider in eine Rolle gepackt, die bietet nicht so viel für das, was er kann. Und generell, jetzt ziehe ich wieder den Zorn von zum Beispiel Robert oder anderen Menschen auf mich, finde ich ihn etwas überhyped. Aber das liegt halt daran, dass es so, man sagt ja immer, die letzte Chance von Leo DiCaprio auf dem Oscar ist. Warum ist das eigentlich die letzte Chance? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Leute denken, er hört auf irgendwann jetzt so. Aber er muss ja erstmal nochmal diesen anderen Film spielen, wo er da diesen Typen vor Gericht spielt, der irgendwie so und so viele Persönlichkeiten vereint und so. Und da hätte ich eigentlich gedacht, das ist Oscar-Potenzial. Wie kommt man denn da hoch? Stellen wir uns gerade echt so doof an? Ja, ich höre was, Bad. Wie bist du da hingekommen? Nee, doch nicht. Du musst Wasser gehen? What? Was? Wie kannst du über Wasser gehen? Du bist doch gar nicht Dodo, Jesus. Echt mal. Ketzer. Ich hab, okay, ich pass auf. Stopp, Flo. Stell ja? dich hier an die Kante. Also welche Kante? Man kann ja gar nicht auf anderen Leuten stehen, ne? Doch. Sei denn, man stirbt in dem... Warte mal, dann komm mal hierher. Kann es sein, dass man vielleicht da hinten irgendwo rein kann? Das könnte auch sein, aber stell sich mal bitte einer hier hin, wo ich stehe. Weil ich bin schon immer ganz nah dran, wenn ich hinspringe. Mir fehlt halt noch so ein... Warte. Kann jetzt mal irgendwer warte. Hier... Warte. Ja. Oh nö, Leute, ich bin doof. Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß, wie man da raufkommt. Ist mir egal, ich stelle mich jetzt auf Flo. Warte. Und man kann nicht auf Leuten stehen. Das kann man nicht. Ha. Na gut. Ja, Bad ist auf dem richtigen Weg. Hier ist ja, das nee. Okay. I don't care. Oh my god, who the hell cares? Ja, Bad, warte. Wenn du kurz davor stehen bist, bleib kurz stehen, ich will es noch einmal probieren. Warte, der Schuh darf nicht. Wo ist es da? Ein ist Bad, du Fatze! Du bist so dumm. Ich bin nicht genau das, was wir suchen. Negative Eigenschaften. Einfache Anweisungen, die du befolgst. Anweisungen. Ist deswegen möglicherweise süchtig. Ja, theoretisch, wenn du bei den spielst, du spielst. Den spielst du nicht, ne? Nee, du spielst das Lied. Er wäre ein guter Kandidat. Damit bist du mir nicht untergeordnet, weil du zur Atlas Company. Ich gehöre zu Atlas. Ich gehöre zu mir. Ich gehöre zu mir. Wie mein Claptrap, das Tier. Boah, hör bloß auf, ey. Ist richtig hart. Ich hab jetzt gerade. So geil, wenn man Panik kriegt. Okay, fuck. Ich will jetzt looten. Ich muss looten. Nee, es gab aber, du darfst mindestens beim zweiten Mal, wenn du da reingehst. Was hatten wir denn gerade für eine. So. Was hatten wir denn gerade für eine. Die Blumen, ich will sag's mit Lack machen. So. Verbrenne die Blumen. Oh, scheiße, ich bin in die völlig falsche Richtung gelaufen. Verbrenne die Blumen? Ach so, lol, ich hab keine Feuerwaffe. So, ich esse jetzt. Diese. Hat wer eine Feuerwaffe? Ja, ich. Komm mal ran. Machen wir die Blumen kaputt. Ah ja, dann aber. Hier, da auch eine Feuerwaffe. Professor Nakayama, ich bin der Genetik. Ja, ja, scheißegal. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Nakilama. Hör auf damit oder ich stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Hast du das gehört? Er hat meinen Namen fast richtig ausgesprochen. Das bedeutet, er liebt mich. Komm zurück, wir haben es geschafft. Warte, warte, es gibt da bestimmt noch was. Es gibt noch Heißsporen. Ja, okay, aber hier ist ja auch noch was. Kann man hier abgeben. Ja, das kannst du hier abgeben bei ihm, oder? Wer hat euch verboten, Kekse zu essen? Ah, alles klar, weil die krümeln. Im letzten Stream verboten, Kekse zu essen, weil die krümeln, deswegen die darf. Ich Kekse essen, frage den. Ja, es ist jetzt offiziell, ihr dürft jetzt Kekse essen. Nein, wer darf Kekse essen? Alle. Das habe ich nicht. Du mich. Das du hast selber gesagt, Twitch-Zeit ist Arbeitszeit. Aber mich? Okay. Ja. Leute, wie kommt man denn da rein? Achso, oh, man muss wieder zu MC Kawasaki. Emma! Ihr seid alle cool? Inspired? Yay! Inspired! Ich geb mal ab. Ihr braucht ja gar nicht hinterherkommen. Ich bin schon lange bei... Mhm.
worum geht es in Borderlands? Looten und Leveln, würde ich sagen. Looten und Leveln. Oh, der Bastard. Okay, wir haben jetzt 45 Sekunden Zeit. Für was? Sachen. Für die Müllpresse betrieben. Gedöns. Aber wieso ist das pausiert? Keine Ahnung. Nee, ich renne einfach schon mal hin. Lol, Alter, das klang ja so ekelhaft. War's auch. War so zu Google-Gesang. Anweisung Resi 4? Ja, Resi 4. Ich will's ja auch zu Ende spielen. Ich meine, ich hab schon 5000 Mal gespielt, aber wir müssen es zu Ende bringen. Frodo, spiel das nicht mehr zu Ende, da wette ich Geld drauf. 5 Mark. Aber ein 5 Mark Stück oder ein 5 Mark Stein? Ein 5 Mark Stück, Alter. 5 Reichsmark Stück. Ich habe gehört, die kann man jetzt bei jeder Montagsdemo der Pegida wieder eintauschen. Die Reichsmark? Ja. Kannst du zu Höcke gehen und sagen, hier, ich will diesen Euro nicht. Hast du meinen coolen Reichsmark-Medlock gehört? LOL! Oh nein, wer von euch hat den gekillt? Ich bin aber bei dir schon dran. Aber ich verliere Packen! Oh, ich bin Level 19! Moment mal ganz kurz, bevor wir irgendwas machen, ich muss mal Dinge wechseln. Ich lauf weiter, ich verliere meine Packen. Scheiß auf deine Packen, wirklich. No, das ist me, Senpai. Hatten wir eigentlich schon mal einen, letztes Mal hatten wir einen... Oh mein Gott. Was bitte? Hat einer von euch das Game überhaupt schon gezockt? Welches? Notice me, Senpai. Das, ja. Das heißt aber nicht Notice me, Senpai. Das heißt Yandere Simulator. Ich finde witzig, dass sie tatsächlich fieberhaft noch daran weiterarbeiten halt, ne? So eins dieser Greenlight-Titel, wo wirklich Leute noch was dran tun. Das ist echt selten heutzutage. So, wir sind jetzt... Was tun wir jetzt hier? Frodo fehlt. Warte kurz. Bin gleich da. Spawn 7 Bomblets. Mehrere Bomblets. Einfach schon mal. Ey, ich hab grad gelevelt. Da muss ich erstmal gucken, was ich hier für coole... Ja, aber doch nicht 3 Stunden. Kennt ihr das Spiel Vlog Viral, Dixie? Nee, ehrlich gesagt nicht. Lol. Arbeitskollege heute von mir gespielt. MOBA? Nee, Mobile. Ach, Mobile. Auf dem Handy. Total Banane, du spielst einen Vlogger und du musst dann deine Karriere als Vlogger aufbauen. Lol. Ist ja sowas. Das klingt ja ähnlich interessant wie zum Beispiel Game Developer. Ja, und dann hast du halt so Sachen wie deiner Mutter Bescheid sagen und dann hast du bei allen zukünftigen Videos immer plus ein View. Geil. Okay, das ist tatsächlich saulustig. Nicht so ernst. Okay, ich bin da. Ja, und jetzt? Weiß nicht. Geil. Ich drücke mal auf den Knopf. Oh, wie dumm, was man will. Kommt ihr mal hier runter, bitte? Warte kurz. Warum steht ihr da oben alle rum? Kommt einfach mal hier runter. Ja, aber... Der Bad ist AFK. Alter. Ich schieß dir so in deine leeren Kackaugen rein. So, New. Und New, meine ich? Jetzt hier alle rankommen hier. Ja, sind wir ja. Hier rüber müssen wir, sicher? Hier ist so ein blöder Knopf. Das war der Knopf von der letzten Quest. Oh, lol, Alter. Aber was müssen wir denn dann machen? Vielleicht müssen wir außerhalb sein? Hier draußen ist ein Knopf, ihr Hansel. Ihr müsst hier zu mir kommen. Darüber. Und jetzt? Warte. Boom, jetzt. Und jetzt? Hey, oh, lol. Hast du gefallen? Erinnert mich an irgendwas. Lol, was für eine fiese Star Wars Anekdote. Oh, fuck. Es trägt einen Hut. Okay, es hat einen Hut auf. Ja, es hat einen Hut auf, es ist eine intelligente Lebensform. Bam, Granaten, Massaker, alle tot. Ich hatte solche Angst um dich. Okay, ich bräuchte mal. Alle tot. Ja, gut. Inspired! Die Wände kommen hier, oder? Ja. Ja. Nein. Nee, doch nicht. Immer raus. Lame. Kommt nichts näher. Ey! Spare, der sich wünscht, dass ihm irgendjemand näher kommt. Oh shit, what the fuck? Alle da?
Alle da! Durchzählen! Eins! Alle da! Du bist im Waffenladen? Jack hätte bestimmt nichts dagegen, wenn du dir ein bisschen Ausrüstung schnappst. Du hast es dir verdient und er mag uns beide wirklich. Also. Lol, hier liegt einfach so die Conference Call. Wo? Oh. Also, naja, das ist nicht die echte, aber hier oben liegt die, die halt so aussieht wie Conference Call. Wenn ich ja. Nee, ist die Conference Call ist doch schwarz. Ah, stimmt, die ist schwarz-rot mit ein bisschen, richtig, ein bisschen Gold, ja. Ist recht. Die hatte ich zum Beispiel selber auch noch nie in einem Borderlands. Nee, ich hatte auch das Und das wäre eine der perfekten Waffen für mein Claptrap-Bild. Ja. Aber die auch einfach völlig OP ist. Nee, die, wegen die der... Verbindung mit dem Stinging Bee oder wie das heißt? Ja, nee, das Problem ist tatsächlich, dass ich eine Conference Call mit... Eigentlich bräuchte ich eine Conference Call mit nur einem Schuss. Was macht ihr hier eigentlich noch, Freunde? Wir gehen zum letzten... Ja, man hätte da ist irgendwas abgebbar noch hier direkt auf der Map, das könnte ja, man erstmal kurz erst tun. Kurz hier. Wir sind nämlich viel näher dran, Bad ist schon quasi da. Ja, ihr könnt es doch schon mal machen. Ehrlich. Die ihn finden. Da ja, kann man wahrscheinlich nicht, weil ihr alle... Hass, 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 oh scheiße. Sterbt einfach nicht. Ach, das ist mein Tipp an euch. Notice me, Senpai. Lol. Hä? Ich meckere über Filmbesetzung bei Filmen, die ich noch nicht einmal gesehen habe. Sagt wer? Ich rede mit Dean. Hört ihm zu. Ja? Jo, nix. Er sagt nix. Vielleicht schaltest du mal einen Gang runter? Geil, ich höre Dean nicht. Du bist jetzt falsch gefahren. Nee, ich bin hier. Achso, ihr redet jetzt gerade mit Dean, weil sonst würde ich eine abgeben. Ah, eine Eiswaffe? Hab ich eine Eiswaffe irgendwo? Ich hab eine Eiswaffe. Ja, ich hab eine Eiswaffe. Mach mal, dann können wir hier gleich abgeben. Jawohl. Hast du? Ja, wunderbar, dann schließe ich hier mal ab. Tut mir leid, dass ich dich fast umgebracht hätte. Na, deine Mutter. Inspired! Für so nicht. Oh, geil! Team maximale Gesundheit. Das nehme ich doch glatt. Okay, jetzt weißt du, was ich hier wo haben will. So, das ist Bett. So, warte mal, ich wollte mal eben gucken. Leute, ich brauche einen vierten Waffenslot, ne? Immer noch. Ja, kriegst du. Jung. Kriegst du jetzt, glaube ich, erstmal nicht? Nee, ihr habt ja schon vier. Und ich habe meinen dritten bekommen, als ihr euren vierten bekommen habt. Was doof ist. So, dann lass uns doch mal zu Jack ins Büro gehen und einfach alles abgeben und 1000 Level steigen. 1000? Ich bin für 3000. 1 Million. Das übertreiben wollen wir nicht. Und wo ist denn jetzt hier X-Split eigentlich schon? Hab ich nicht, sonst hätte ich 1 Milliarde gesagt. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. 1 Million, ja, sorry. Eine Bazillion. Eine Bratzazillion. Eine ein Billion Schabadabadubillion Fantastillion Schnien. Irgendwie Bock jetzt auf Nahfrost. Wo sind die ganzen Claptrips? Haben gekündigt. Kann es sein, dass es immer weniger Claptrips werden? Warte mal kurz, wir haben jetzt keine Möglichkeit nochmal auf... So. Was hat er gemalt? Ach, hier ist das Bild. Oh mein Gott, ist das gut. Herrlich. Ach, der ist das wegzumachen. Kann man bei der Mission noch irgendwas machen eigentlich? Nee. Heißsporn, Enderkommando? Nee. Okay, dann gehen wir doch mal glatt. Ja, da gab's 5 Mondsteine für und hier... Ja. Okay. So, wir könnten jetzt noch, bevor wir die Story machen können... Nee, zu den Waffen ist Schwachsinn, aber wir könnten noch, pass auf, wo du Endlosschleife machen. Ja, dann lass uns Endlosschleife machen. Ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert, aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Warum haben wir eigentlich zwei Story-Waffen? Oh, jetzt habe ich nur noch eine. Ah, gut. Wollte ich gerade sagen. Das ist der Zap, der weggesappt. Oh, können wir die auch irgendwann... Oh, sorry, können wir die auch irgendwann mal machen, einfach, dass wir diese scheiß Waffe loswerden? Nein. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Lol. Ahem. Sorry. Das ist immer so die totalen. Wir sind die totalen Reisenazis. Niemand. Wer ist der Menü? Wow. Oh lol. Oh lol. Was? Warum? Warum sind denn hier schon wieder so viele.
Okay, ich hol die Quest hier links ab. Ja, ich gehe erstmal zu der, wo wir sowieso hin müssen. Ich komme hier. Ich will ein paar Sachen verkaufen hier. Die ist doof. Die ist doof. Ich gehe gerne mit Dave und seinen Angriffs- und Heilbots mit. Das ist GG. Ich will auch einen Dave haben. Will ich nicht. Mach ich nicht. I said GG, but I meant BG. Yeah, but it wasn't GG. It was BG. Aber ich brauche deine Hilfe. Du musst mir einen Haufen Zeugs besorgen. Du verbrauchst 4 Munition pro Schuss. Glaub an deine Träume. Ich brauche trotzdem erstmal wieder hier Endlosschleife. Und bring mir sein Gehirn. Oh, das werde ich als Lenksystem für die Rakete verwenden. Das wird gehen. Ich werde diese Bedauernheit ein bisschen Kraft in meiner Perfektion abhaken. Was? Was zur Hölle geht ab, ey? Plätzchen! Geil! Langi2201 fragt, wann kommt wieder Merch-Nachschub? Da müssen wir tatsächlich sagen, hatten wir gestern ein sehr konspiratives Treffen zu. Nee. Es kommen in den nächsten Wochen unfassbar fette Sachen. Also ganz neue und unfassbar coole. Du meinst ein schicker Asus-Laptop mit Leuchtturm? Achso, ja, könnte man auch machen, ne? Boah, Alter, wer labert denn da eigentlich gerade so viel? Das ist ja unglaublich. Zwei Claptraps. Beide erschienen. Zwei! Oh, das kenne ich. Die zwei diskutieren ewig ach, weiter. Ach, scheiße. Alter, können wir... Hat der Typ sich aufgehangen? Stalker haben keine Flügel. Na, was tut ihr da? Damit meine Rakete sich erheben kann. Leute, ihr könnt doch nicht, wenn ich bin mitten in einer... Mitten in einer Mission hier. Was machst du denn? So, wir müssen jetzt finde den Ruhigstellbolzen. Der ruhig, der Stell, der Bolzen. Der Abend. Hurt! Achso, das ist der mit dem aufgeladenen Schuss. Ach doch, das macht ja sogar Sinn mittlerweile. Diktatur im Chat, juhu! So, Frodo ist wieder gehirntechnisch am Start. Das ist Björn Tiffes. Und ich hab Superstar Role Model als Klasse. Was? Weil ich so oft ins Bein. Ja, das klingt logisch. Gut. Warum sind hier auf dieser komischen Station so viele Viecher? Keiner weiß es. Oh lol. Wie einfach geplatzt ist. Wir sind auf der Nostromo, genau. Oh, ich hätte Bock. Oh lol, was ging hier ab? Einfach so ein Stück. Wo ist er da? Wo ist der Bolzen? Wo ist der Bolzen? Du schlägst dich ziemlich gut. Und ins Beil. Danke, dass du das gesagt hast. Herausforderung erledigt. So, glatt mal aktiviert. Wenn jetzt Gegner kommen, dann werfe ich doch glatt mal eine Grenunze rein. Dieser Ruhigstellbolzen sollte einer der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Lol, Alter. Und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Dessen Waffe mich am wenigsten interessiert. Ja, prügelt euch da mal. Ich gehe schon mal zurück. Hab ich das gerade richtig verstanden? Oh shit, was ist denn das? Eine Torkönigin? What the? Hier geht auf jeden Fall gerade Party ab und ich weiß nicht, wohin ich schießen soll. Ich schieße jetzt einfach random. Oh, der Ausraster von Dingen. Mach mal. Ich kümmere mich mal um den weiteren Verlauf der Story. Go, Jax. Mach das. Wir haben hier gerade uns festgefightet. Aber woran sehe ich denn, welcher Claptrap welche Waffe hat? Schieß einfach weiter. Nee. Verpass einem von beiden den Ruhigstellbolzen, dann ist er für eine Weile abgeschaltet. Hä? Bitte stell mich nicht ruhig, Jack. Meine Schneeballgranate hat zu viel Potenzial. Schneeballgranate? Und ein perfekter Laser. Schneeballgranate klingt. Schneeballgranate oder Laser? Laser. Ich nehme die Schneeballgranate. Ich nehme Laser. Boah, dann müssen wir jetzt abstimmen. Laser. Schneeball. Laser. Das Lowlevel, du zählst nicht. Oh, Laser, Alter, ich bin eigentlich auch für Schneeball. Das heißt 2 zu 2. Chat? Schneeballgranate oder Laser? Das ist auch so hart am Verlaufen, ne? Ey, Leute, check ja, einfach. Wollt ihr einen richtig geilen Hammer-Laser sehen oder eine Schneeballgranate? Aber eine Schneeballgranate klingt nach... Snowballt die Granate. Ach, egal. Ja, guck mal, der Erste hat Laser geschrieben. Also wird's der Laser. Buh, Erster, buh. Lol. Ein Claptrap weniger auf der Welt, was?
Es ist nicht irgendwie. Ich hab den Chat falsch verstanden. Ich hab gedacht, ich soll dem mit dem Laser den Bolzen geben. Achso, jetzt haben wir die Schneeballgranate bekommen. Nee, aber der hat. Ja, Snowball. Alter. Spaß für die ganze Familie heißt das Ding. Ist es jetzt eine Granate? Ja, sieht so aus. Heilige Scheiße. Ich würde mal glatt mal eine werfen. Ja, ich auch. Wo ist denn die? Oh, ich hab hier einen Fragment-Klassenmod. LOL. Zeit 12%, Flo. Hä, das kann's doch aber nicht sein. Das soll's sein? Ich hab gesagt, benutzt den Laser. Ja. Das kann man ja so sagen. Laser. Ich wusste, dass der Laser geiler wird. Woher denn? Bauchgefühl. Habt ihr da jetzt noch irgendwelche Quests geholt? Moment, macht ihr jetzt die Granate? Habt ihr jetzt irgendwelche Quests geholt? Nee. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Quest, glaube ich. Kann mal einer so eine Granate auf den Gegner werfen? Ja, hier sind gerade keine, Vorzugsweise dem, da geht's zurück. Voll in die Fresse. Ja, nachher mal. Geh mal weg, ich werf mal Granaten auf Fressen. Ich guck mal, ob ich erstmal wieder zu euch komme. Frisst Granaten oder wirst? La 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 la. Ich hab mich verlaufen. Oh, warte mal. Achso, die Snowball ist einfach nur die haut einfach voll rein. Folge deinem Herzen. Wie seid ihr denn? Ins Ball! Wenn du mich immer beleidigst, wenn du mich inspirieren willst. Echt zu mir da gesagt, folge deinem Herzen und so weiter. Er hat mir gesagt, du bist nicht die hässlichste Hackfresse, die ich je getroffen hab. Naja. Frodo, wo bist du denn? Ist doch auch nicht so schlecht. Am Leben. Wo, Frodo, wo bist du am Leben? Mitten im Leben, wolltest du wohl sagen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn Dave mich inspiriert oder wer auch, Frodo mich inspiriert. Ich inspiriere dich nicht, Jack inspiriert dich. Der echte Jack, ja, ich werde ja auch inspiriert von dem. Wie seid ihr denn da hingekommen, Mann? Ich hab mich übel verlaufen, so eine Scheiße. Wir sind dem Weg gefolgt. Was für ein Weg, Alter? Dem Weg des Kriegers. Bushido! Ich hab jetzt hier zum Beispiel gerade noch eine... Alter. Noch eine Quest. So, aber für die... Das ist ja auch krass, für die... für die Granate. Du musst halt den Leuten einfach die Granate wirklich voll in die Fresse werfen. Ja. Guck mal, ich habe jetzt hier noch eine Quest gefunden. Mein Onyx, die Frage kann ich vorne stellen, weil er keine Ahnung von Nightbot hat. Was? Klar, ein bisschen, wieso? Hier fragt einer, was du besser findest im Stream, Nightbot, Wisebot oder Mubot? Mubot kann ich nicht leiden. Gefällt mir das Interface nicht. Und Nightbot mag ich total, weil darum können sich alle unsere sehr, sehr coolen und sehr, sehr fähigen und einzigartig sexyen Mods kümmern. Außer so Kartoffel. Ja. Außer von Frodo. Okay, ich hab mich jetzt auch verlaufen. Ich hab... Wow, shit! Geht ab, Mann. Siehst du, erstmal Bier aufmachen. Sehr und geil, Uni einfach. Du gerade für Klausur gelernt. Erstmal Bier aufmachen und die Uni einfach Uni sein lassen. Jetzt hätte mich ja noch viel mehr interessiert, was für eine Klausur, Alter. Hey, Flo. Die sind über uns irgendwie angekommen. Ich glaube, die kommen auch gleich wieder unten an. Kein Merch. Ich bin bei euch. Das ist mein Arbeitsschirm. Hey, hier. Fertig. Wir haben die Quest erledigt. Du weißt, dass du einen guten Job hast, wenn ein Arbeitsshirt ein Merch-Shirt sein könnte. Sag mal, lol, Dave? Habt ihr, oder hast du eigentlich diese, keine Ahnung, 30 Shirts und die Basecaps an uns geschickt? Stimmt, davon habe ich mir noch gar keins mitgenommen. Was? Keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. Nee, echt hätte? Nein, weiß ich nicht. Es ist ein Karton von Asus bei uns im Büro angekommen mit irgendwie 30 Shirts und 4 Basecaps drin. Okay. ROG-Shirts und Caps. Und wir so, Dave, kannst du zu anderen Quests drüber trudeln? Ja. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Jetzt irritiert mich etwas, dass du das nicht warst. Nö, ich werd mal morgen fragen, ob da irgendjemand irgendwas getan hat. Also ich bin bei Labor 13, ich werde 19, ich werde da aber nicht alleine reingehen. Ich weiß nicht, wo du bist. Weil links ist ein riesen Gehirn. Rechts ist eine riesen Wand. Ich will auch eine riesige Wand. Wirklich. Ja, ich komme mit. Oder wir kommen alle drei. Check ich einfach mal meine Waffen. Langweilig. Ja, nee.